Willkommen zurück bei Battlefield Bad Company 2 und ja, wir sind bei den Gegnern von rechts jetzt, die wir das letzte Mal nicht mehr so ganz gepackt haben. Die uns jetzt gerade voll die Arme laufen. Und ja, von links auch. Oder auch nicht. Oh, ich muss hier weg. Das rumst wieder. Oh, oh, das war kein guter. Falsch, mit lade ich immer nach. Panzerfaust auf dem Dach. Oh, scheiße. Ups. Wo ist die Panzerfaust? Ach, da. So, liebe Freunde, jetzt geht's rund. Wenn ich da mal finde, wo die rumlaufen. Ich sehe keinen. Ich sehe keinen. Ach, da oben. Hallo. Stirb. Ich glaube, der ist tot. Ja. Oh. Verdammt! Wenn wir das Ding verlieren, sind wir geliefert! Das ist dann nicht mein Problem. Habe ich schon mal erwähnt. Und. Hä? Wo sind die? Ach, da unten! Markiere feindlichen Heli! Deckung! Reiß dich zusammen und such dir eine Panzerfaust! Ja, ich bin dabei. Und wo ist der feindliche Heli? Ach, da. Hallo. Wir haben ihn wieder getroffen. Oh, gib Gas! Das wird ganz schön knapp. Oh, oh. Oh, 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 oh. Nein, der ging voll daneben. Scheiße. Das war kein guter. Wo ist er? Komm, bleib stehen. Sei ein braver Heli. Er brennt. Noch ein Treffer und wir haben ihn verloren. Falsch, der Heli ist down. Ich glaube, ich muss mich setzen. Ja, da sitzt dich hin, Frau Sack. Wir sind sicher, bis auf das schlechte Wetter aufzieht. Bringen wir es hinter uns. So. Und jetzt kommt eine Zwischensequenz. Uhu. Oder auch, ja. Wenn man das Wetter schlägt um. Wir zwei sichern die Blackbox. Wir versuchen ein Fahrzeug zu organisieren. Geht klar, Chef. Wir informieren Sarge. Bin gleich wieder da. Es schießt nicht mehr. Nö, nö. Doch, was haben wir denn da? Na, so ein Zufall aber auch. Da setzt man sich einmal hin, was findet man? Die Blackbox. Ja, es ist eine Blackbox. Stell dir vor. Der guckt das Ding an, als wäre es ein Alien aus dem All. Verdammt. So heißt er aber, glaube ich, nicht. Sweetwater, verdammt, wäre kein schöner Name. So. Tja. Jetzt müssen wir hier durch den Schnee. Hallo, hör mal. Ich habe Leuchtkörper für euch abgeworfen. Ja, ja. Hoffe, es hilft. Muss helfen. Und wir dürfen hier nicht erfrieren. Hallo, hier Bravo 2 Actual. Wo bist du? Ja, ich bin im Schnee. Wir suchen nach Haggard. Flynn antwortet nicht. Wenn du mich hören kannst... Du musst schleunigst in Deckung gehen. Auf dem ganzen verdammten Berg wimmelt's von Russen, die nach uns suchen. Ich seh's. Einige davon haben sich sogar versteckt. Versuch dich an dem Feuerchen zu wärmen und komm dann schnell nach. Oh. Da draußen wirst du nicht lange durchhalten. Halt die Ohren steif. Ja, ich merk's gerade. Hier ist ein Feuerchen. So. Und es stürmt der Schnee. Und die Russen sind auch nochmal da. Oh. Aber dafür dann genau vor meiner Nase. Sowas aber auch. Was soll das? Warum muss der mich so erschrecken, der Heini? Oh. Rein in die Bude. Oh, oh. Da hat mich, glaube ich, wer gesehen. Oh, ich dachte, die Fässer, das ist mir zu dunkel. Oh. Scheiße. Scan-Guder, jetzt müssen wir erstmal nachladen. Und die Russen kommen? Ja, lass sie kommen. Ich mach mir da keine Hektik. Boah!
Da kommt aber der Pump, das gibt's ja nicht. Warum müssen die kleinen Kinder immer mit den dicken Waffen spielen? Das ist unglaublich. Ich verziehe mich erstmal in die Bude hier. Danke, dass du dich so schön aufmerksam machst. Das war eine gute Aktion von dir. Damit haben sie eine Freifahrt ins Paradies gewonnen. Ja, das machen wir doch gerne. Dafür sind wir hierher geschickt worden. Was ist das? Das ist eine Bude, da gehe ich jetzt erstmal rein. Es ist nämlich kalt hier draußen. Jetzt kriege ich hier noch Gefrierbrand. Das wäre kein guter. Guten Morgen. Oder ist es Mittag? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls wird gerade gespeichert. Erstmal den Berg runterrennen. Ja, richtig gehört. Keine Ahnung, was du das hörst, Mardo, aber wenn du überlebst, ja, ja. Such dir warmes Tätzchen. Mach Feuer. Ja, ich bin dabei. Ja, ich mache hier mal nicht Running Up That Hill, ich mache Running Down That Hill. Was ist das für einer? Das waren zwei. Und ich verkrümel mich hier, es wird kalt. Oh. Das war gerade noch so gepackt. Oh Gott. Psychobeat aus den 80ern. Seid wachsam. Hä? Verdammt. Hallo. Klar leer. Scheiße. Ja. Warum muss der so zittern? Ich muss hier weg. Ich sehe nichts. Rein da. Oh. Aber gerade noch so mit letzter Kraft. Das hätte auch können schief gehen, hat da. Bordo, wo ist er denn? Boah. Scheiße, ist das kalt, du. Das ist nicht mal schön. Ah, da geht's rein. Lass mich durch. Boah. So. Was sehen wir denn hier? Ach so. Dann lass ich mal scheppern. Ach so, ja, eine Granate, nichts bei. Krieg ich eine zurück. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Jetzt sind wir nochmal gut mit deinen Nades hier. Ich mach euch die Hölle heiß. Upsa. Oh. Warum mach ich jetzt auf einmal Pause und... Oh, Alter, Scheiße. So. Ja. Wo sind die überhaupt alle? Ich sehe nichts. Ich renne jetzt einfach mal über die Brücke. Ach, da. Ja, guten Morgen. Tschüss. Oh, jetzt habe ich mich selber in die Luft gesprengt, ich Idiot. Ach, warum hat er nicht umgestaltet? Ich habe doch... Ja, ich reg mich schon wieder auf. Ich kriege noch nur einen Blutdruck. Wo bin ich? Wo bin ich? Och, nö. Keine Ahnung, was du das hörst, Mardo, aber wenn du... Ich mach mal kurz Pause dann, Leute, du bist gleich... Und da sind wir wieder an der Stelle, wo wir gerade eben aufgehört haben. Und jetzt kommen wir da hoffentlich mal besser durch. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen Radau, aber anständig. Guten Morgen. Lieber Freund. Hürdiger, Hürdiger. Da, bitteschön. Das habe ich gern gemacht für dich. Und ja, weiter geht's. Hier ist nichts. Hier ist noch weniger. Oh. Ich nehme alles zurück, aber wo ist der? Er macht die Tür auf. Scheiße. Durch Häuser und Türen und... Was war das? Es speichert und ich werde hier total weggemüllert. Kacke, was geht hier ab? Ach, da ist ein Geschütz. Ach so. Das war todesmutiger Todessprung. Der im Tod geendet hat, leider. Ja, aber jetzt erstmal gucken, dass wir das Geschützblatt machen. Das wäre wichtig. Ja, ich gehe mal aufs Dach. Ja, so mit. Zack. So geht's, Jungs. Und da war der Russe weg. Okay, mal die Knarre her. Ach, boom. Lad mal die Kiste hier nach. Ja, komm, lass dir noch mehr Zeit. Wir haben ja alle Zeit der Welt, wir erfrieren nur gleich. So, jetzt gibt der Granatenwerfer her. Ist da was los? Nö. Aber ich zerstöre hier mal hier. Schöne Stadt.
Hürger, Hürger, wo seid ihr? Wo sind die ganzen Deppen? Nimm mal da, oder was? Okay. Okay, da hau ich ab. Ja, ist ja gut. So. Oh, oh, oh. So, jetzt muss ich rennen. Nicht, dass es zugleich jetzt zu kalt wird. Da ist eine Bude. Lass mich rein. Oh, Gott sei Dank. Das war wieder eine knappe Action gewesen. Und weiter geht's. Den wir jetzt einen Kaffee geschlürft haben hier. Hey, 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 Bravo 2, hier Ghost Rider. Ja, ja. Ich hab den Rest der Einheit bei mir. Wir holen dich raus. Das ist eine gute Aktion. Ja, ja, ja. Einfach nur durch die Bude hier rennen. Was ist denn jetzt los? Der Helikopter. Bravo 2, hier Ghost Rider. Im ganzen Dorf sind Panzer voll. Ja, ja, egal. Hier stürzt eh gerade alles. Oh, das war meine Munition. Keine Ahnung, wie lange ich durchhalte. Ja, der ist platt. Oh, was geht hier ab? Es kracht alles um mich rum ein. Panzerfaust ist down, die Panzerfaust ist down, die Panzerfaust ist ebenfalls nicht down. Jetzt ist sie down. Jetzt muss ich abhauen. Oh. Hier schlitzt gleich alles ein, habe ich so ein Gefühl. Ich höre da was. Hier ist keiner. Hallo. So. Jo, bleib du mal da stehen, ist mir scheißegal. Ich geh mal da. Oh, gib Gas. Hoch geht's. Da haben wir das Level gepackt. Und die Blackbox haben wir gerettet. So geht's los. Willkommen daheim, verlorener Sohn. Halt dich fest. Mein Gott, ist der Alte durch. Und da steht unsere Blackhawk. Das ist eine Skalarwaffe. Wunderschön, nicht wahr? Das kann doch nicht ernst sein. Nie von Operation Aurora gehört? Ja doch. Hab ich, aber selbst wenn sie ein Skalarfeld... Ich war dabei. Es gäbe es einen lokalen solaren Supersturm in der Troposphäre. Bitte nochmal. Verständlich. Eine Skalarwaffe erzeugt gewaltige elektromagnetische Impulse. Und? Wenn man sie an der richtigen Stelle einsetzt, geht die US-Verteidigung den Bach runter und unser schönes Land stürzt in totale Anarchie. Dann kommen die Russen und sagen Hallo. Ende Gelände. Wir sollten diesen Kerl finden. Arkadi Kirilenko. Scheiße. Ist das der Kerl, den du nicht erschossen hast? Er ist mit dem Projekt verbunden? Kirilenko ist das Projekt. Aber wenn wir nicht sofort aufbrechen, ist er weg. Ich kläre das mal mit Braidwood. Nein, 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 nein. Dann schickt er statt uns nur ein paar schwuchtelige Mem Schiss haben, den Abzug zu drücken. So sieht's aus. Sarge? Mann, ich bin jetzt 44. Muss auf drei infantile Bastarde aufpassen, die Karriere hängt in der Luft und das sollte meine letzte Mission sein. Ich kann das nicht nochmal, ich kann einfach nicht. Was ist mit der Rettung der Heimat? Und dann was? Nun ja. Gut, dann bist du dabei. Meine Schuld, dass Kirilenko noch lebt. Sweets? Lass mich nachdenken, ja! Haggard? Klar. Mann, das Letzte, was ich bin... ist ein Drückeberger, also ja. Ich bin dabei. Okay. Ihr fahrt bei einem gepanzerten US-Transport in der Nähe mit, um zu Kirilenko zu kommen. Das ist der einzige Weg. Hurra! Jo. Und die nächste Mission fangen wir dann. Obwohl, die Minute könnte ich vielleicht noch die Katze hinlaufen lassen. Na, wir machen es in der nächsten Part von Battlefield Kapitel 2. Ja. Also sag ich mal Tschüss und bis zum nächsten Part, Leute, ne? Haut rein!